Hallo Leute und willkommen zurück zu Okami HD. Jo, im letzten Part, da haben wir ja ganz schön was mitmachen müssen. Wir sind ja hier in Dorf Kamiki zurückgekommen zum Festival. Und ja, Horashi ist aufgetaucht und hat einen weiß gefiederten Pfeil wie in der Legende auf das Haus von Kushi abgeschossen. Steckt der da immer noch? Nicht wirklich. Hey, was machst du da? Jetzt ist keine Zeit zum Blödsinn zu machen. Und ja, Hayabusa hat sein Versprechen erfüllt und hat Mushi gerettet. Ja. Hast du da rum die ganze Zeit hier draußen gesessen? Hast du auf den Pfeil gewartet, um mich dann aus seiner Bahn zu schubsen? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe dich so schlecht behandelt. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir, Hayabusa. Ja. Und Kushi ist, glaubt einfach daran, dass er Orochi mit ihren Sake betrunken machen kann, wie in der Legende. In der Legende hat ja Nagi mit seinen Schnaps Orochi betrunken gemacht. Ne, hier Kushis Entscheidung. Der große Nagi machte Orochi betrunken und besiegte ihn. Mein Sake ist mein Leben. Bestimmt kann er sogar Orochi betrunken machen. Ja. Und ja. Susanoo unternimmt gar nichts. Komm raus, Susanoo! Ist da einfach Teil das Werk des legendären Monsters? Sind wir dazu verdammt, von diesem schrecklichen Ding gefressen zu werden? Ich bitte dich, komm hier raus und befreie uns von diesem Übel. Am Abend des Vollmondes wird der achtköpfige Lindwurm erscheinen. Und der verfluchte, weißgefiederte Pfeil markiert das Haus der auserwählten Frau. Nagi und Shiradori hatten dieser entsetzlichen Tradition ein Ende gemacht. Aber welch Schrecken! Er kam wieder zurück, um uns zu plagen. Oh, liebe Kushi, verzeih uns. Es gibt nichts, was wir tun können. Ja, ihr nicht, aber wir. Ja, jetzt bin ich wirklich an überlegen, wo ich jetzt am besten hingehe. Ob ich gleich zu Orochis Höhle hingehe? Naja, aber ich wollte mich erstmal nochmal kurz ein bisschen im Dorf umgucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ah, der ist ja auch wieder da. Oh, schütze uns alle. Ich fühle es. Ich spüre es. Ein Übel ist so groß, dass es droht, das ganze Land zu verschlingen. Gütiger Himmel, was ist das? Niemals zuvor habe ich solch ein alles verzehrendes Übel gesehen. Auch die bösen Horden der geringeren Monster sind alle aus der Gegend verschwunden. Diese Zeichen sind die Vorboten einer großen Katastrophe. Ein Desaster. Was zu sagen? Ja. Ja, dann gucken wir doch mal nach Kaguya hin. Quatsch, nicht Kaguya. Die beiden stehen hier immer noch. Was war das? Ist das nicht das Zeichen, dass das Fest beginnt? Ich habe so eine Angst, Schwester.
Es ist okay, solange wir unter dem heiligen Baum sind. Denn die Götter werden uns beschützen. Ja, ja, das stimmt. Sie werden uns beschützen. Naja. Die Götter sind momentan ein bisschen nachtlos. Ach, Sakuya. Große Mutter Amaterasu Okami. Jetzt kriege ich die Stimme nicht mehr hin. Meine schlimmste Befürchtung sind noch übertroffen worden. Am Ende des Vollmondes wird ein achtköpfiger Lindwurm erscheinen. Der verfluchte, weißgefiederte Fall markiert das Haus der auserwählten Jungfrau. Die tragische Vergangenheit, wie das Aufgemachte, wiederholt sich wieder. Aber diesmal scheinen die finsteren Kräfte, die hier am Werk sind, sogar noch stärker zu sein. Alles, was ich tun kann, ist zu beten, dass diese große Böse überwinden kannst. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Ja, die Früchte hatten wir ja schon abgeschnitten. Naja. Ja, dann gibt es hier wohl nicht mehr zu entdecken. Oh, ich weiß nicht, heute irgendwie mit meiner Stimme. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Kushi retten können. Susano will ja nicht. Eigentlich bei denen ins Haus nehmen, ne? Na gut, nee, die stehen davor. Was ist los mit dir, Susano? Was ist diese Heldengeschichte, was du sonst immer zeigst? Hey, Alter! Kushi ist ganz alleine los! Ja. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ne? Ob Kushi vielleicht retten können. Was geht hier vor? Ist das Haus des legendären Hinai? Ich dachte, das wäre ein guter Platz, um Geschäfte zu machen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich meine Vorräte verkaufe und zurück in die Stadt gehe. Ich nehme mal an, dein Besitzer hat dich zum Licht geschickt, um etwas zu kaufen, oder, Welpe? Doch, mal kurz gucken, ob du noch irgendwas Vernünftiges hast. Da haben wir noch 14 Stück von... Ja, kurz bevor ich den Part begonnen habe, habe ich auch nochmal kurz in die Tierliste geguckt. Wir haben ja auch schon einiges. Ja, jetzt muss ich mal gucken. So, verursacht geringen Schaden. Geringen Schaden. Mittleren Schaden. Großen Schaden. Ach du Scheiße. Dann lasse ich das erstmal. Verteidigung. Nee, nichts Neues. Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, unsere nächste Aufgabe sollte ja eigentlich klar sein, ne? Zu Orochis Höhle zu gehen. Und... Okay. Ist ja nicht sehr weit gekommen. Bist du okay, Süße? Versucht mich... nicht mich aufzuhalten, Bisun. Und du, halt mich, Schneeflocke. Wenn das von Orochi gewählte Opfer davonläuft, dann wird eine Katastrophe über Kamiki kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Was? Es gibt so viel Leid auf der Welt. Ich werde uns mit meinen Sorgen von dieser bösen Bedrohung befreien. Bist du verrückt? Wir rennen hier über den verfluchten Orochi.
Diese Einstellung wird dich noch umbringen. Glaubst du wirklich, dass du mit einem kleinen Krugsagel gewinnen kannst? Ja, Isun. Ich schätze, ich bin verrückt. Es ist die einzige Möglichkeit, mein Sage ist die einzige Lösung. Ich gehe und ich werde das Monster mit meinem Sage besiegen. Ja, aber Tarasu versteht das schon. Nicht du auch noch, Amy. Verdammt, warum plustert ihr euch so auf? Es gibt keine Hoffnung zu gewinnen. Nun, sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Jo, und schon haben wir Kushi bei uns. Ja, dann geht's wenigstens nicht ganz alleine zu Orochi. Und vielleicht mit ihrer Hilfe können wir sogar ein bisschen was ausrichten. Wenn ich nicht runterfallen würde. Ich könnte mich zwar noch ein bisschen weiter hier umgucken und alles, ne, aber unsere Hauptaufgabe ist jetzt erstmal, ja, Richtung Orochi, ne? Nun komm. Ach, der Priester. Was hat der denn? Kushi? Was um alles in der Welt machst du? Ich habe gerade einen ohrenbetäubenden Donnerschlag aus dem Dorf gehört. Glaubt mir, heute ist keine Nacht, in der man draußen herumlaufen sollte. Ah, hallo Wolf. Du bist nicht zufällig mit Kushi auf einem Spaziergang, oder? Glaub mir, heute ist keine Nacht, in der man draußen rumlaufen sollte. Naja. Nee, wir haben was ganz anderes vor. Wir wollen gemeinsam gegen Orochi kämpfen. Ja, ich glaube, jedenfalls, das war jedenfalls so, man kann auch nichts anderes machen, als hier mit Kushi hinzugehen. Hätte man jetzt versucht, mit Kushi ins Dorf zurückgehen, wäre nichts weiter passiert. Also Kushi wäre nicht jetzt im Dorf geblieben oder so. Ich wusste, du würdest kommen, Amaterasu. Ich nehme mal an, du hast ein Rendezvous mit dem zu opfernden Mädchen genossen. Oder? Das geht dir nichts an, du Mensch-Prophet! Der Lindwurmkristall. Hey! Das ist der Lindwurmkristall, den er uns gestohlen hat. Die Mondhöhle ist offen. Du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt überlass den Rest mir, Amaterasu.
die Barriere ist wieder zu. Warum du? Was soll das bedeuten? Bedeuten? Sag dir das Sprichwort. Wie eine Mutter zum Licht. Irgendwas? Ich meine, du bist freien Willens hier reingegangen, nicht? Natürlich ist nur eine weitere Person dazu bestimmt, außer dem Opfer reinzugehen. Ich schätze, du zählst nicht wirklich, mein kleiner springender Freund. Verdammt! Sieht so aus, als wären wir wieder reingelegt worden, Amy. Oh, immer so viele Stimmen hintereinander. Aber hattest du nicht geplant, die Höhle trotzdem zu betreten, Harling? Es ist an der Zeit für dich zu scheinen, Amaterasu. Und jetzt lass mich noch diese Prophezeiung machen. Es ist ein Vollmond. 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 Yo! Tut mir leid, Darling. Das war nicht wirklich eine meiner besten. Goodbye. Oh Mann. Ha! Schätze, wir stecken hier fest. Ah, wir hatten ja eh geplant, uns um diesen Orochi zu kümmern. Ja, auf damit, Amy! Es hat keinen Sinn. Schauen wir uns hier mal um. Ja, rauskommen wir sowieso jetzt nicht mehr. Ach nee. Hat er sich trotzdem rausgetraut? Hat er sich ja doch rausgetraut. Naja, jedenfalls Leute, wir sind in der Mondhöhle. Aber das Tor ist hinter uns zugegangen. Ja. Das wird es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist, falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part, falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken. Und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte. Und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!